So, mein Mikrofon ist an und mein Mikroständer ist heute die neue Staffel Neues aus Büttenwada. What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr über eure Anwesenheit in diesem Video. Und ich freue mich auch sehr, dass ich anwesend bin, denn ohne mich wäre es komisch. Ich starte dieses Video gerade zum dritten Mal, weil es schon wieder so tiefenpsychologisch ist. Das führt bei mir immer dazu, dass ich so weit aushole, dass einfach niemand mehr weiß, wovon ich noch rede. Ich möchte heute mit euch über meine neue Lebensplanung sprechen. Hallo, willkommen zu meiner Therapiestunde. Wo fange ich denn jetzt am besten an? Ich möchte heute mit euch über meine Prioritäten sprechen und die neuen Prioritäten, die ich mir fürs neue Jahr vornehme. Weil ich 2018... glaube ich, ein bisschen Scheiße gebaut habe. Meine aktuelle, ein bisschen auch gesundheitliche Situation führt dazu, dass ich sehr viele Dinge überdenke und die möchte ich gerne hier reinschreiben. Dinge, über die ich mir in den letzten 3 bis 4 Wochen krasse Gedanken gemacht habe. Ja, und wir haben einen Sponsor für dieses Video, worüber ich mich sehr freue. Ich habe schon auf Instagram davon geschwärmt und zwar habe ich von persönlicherkalender.de die Möglichkeit bekommen, meinen eigenen Kalender zu designen. Ich werde euch das gleich noch genau erzählen. Ich werde euch das zeigen, wie man das macht. Dann könnt ihr schauen, ob ihr das auch so super findet wie ich. Bevor ich euch allerdings von meinen neuen Prioritäten erzähle und hier mit euch erzähle, was ich geplant habe, was ich gern anders machen möchte, möchte ich euch erst einmal erzählen, wie kommt es überhaupt dazu. Ich kann euch nicht die genaue Wurzel sagen, also das ist jetzt die Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei. Ich kann euch nur sagen, dass das Jahr 2018, ich musste gerade überlegen, welches Jahr wir haben. Das Jahr 2018 war krass intensiv bei mir, besonders die letzten 2 Monate waren, wie ihr mitbekommen habt, gesundheitlich relativ heftig, aber das Ganze geht schon so das ganze Jahr. Sagen wir mal so, ihr habt mich die letzten Jahre mitbekommen und ich denke, ihr habt ein ganz gutes Bild davon, wer ich so bin. Also ich glaube, ich habe das halbwegs echt ins Internet transferiert. Ja, ist natürlich nicht alles immer zu 100% authentisch und richtig und korrekt. Und mal sagt man auch mal was, was man am Ende vielleicht gar nicht so gemeint hat. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, habe ich immer alles so gesagt, wie ich es gedacht und gelebt habe. Ich würde sagen, die letzten Jahre habt ihr mitbekommen, dass ich eigentlich bis auf ein paar Downs, wie sie jeder Mensch hat, und mal ein paar Zweifel oder mal ein kurzer Ausraster, weil ich forever sensibel bin und Kommentare mir sehr nahe gehen. Aber bis auf diese winzig kleinen Krisen hatte ich eine sehr, sehr schöne Zeit die letzten Jahre. Und vielleicht kennen das ein paar von euch. Man sitzt zum Beispiel gerade auf der Arbeit. Scrollt man so durch Instagram und sieht so Leute, die am Strand liegen und irgendwie da Instagram-Live leben, wo ich auch immer ganz vorne mit dabei bin und denkt sich so, oh, die sind so glücklich. Ja, aber was ich dieses Jahr lernen musste, ist, das, was mich die ganzen letzten Jahre so super glücklich gemacht hat, das war gar nicht der Strand von Thailand, sondern das war ich in mir drin. Oh, ich werde gerade emotional. Das muss ich schnell runterdrücken. Keine Dramatik in diesem Video. Ich war sehr ausgeglichen. Ich hatte eine schöne Zeit. Ich bin abends alleine mit mir eingeschlafen und war zufrieden und war irgendwie aufgeregt auf das, was kommt. Und dieses Jahr war ich an einem Punkt, wo ich in so einer perfekten Instagram-Situation war. Und es war einfach nichts Besonderes. Nicht, weil ich schon so viel gereist bin und das alles, ich das gar nicht mehr wertschätze oder so, sondern weil ich dem Moment die Magie genommen habe. Weil ich mich so sehr gestresst habe. Dieses Jahr, Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres, ich habe mich so sehr gestresst. Ich habe so viel gearbeitet. Ich habe mich so unter Druck gesetzt. Es war immer dieses höher, schneller, weiter. Ich habe einfach zu viel gemacht. Ich habe ganz viele Dinge nicht mehr gemacht. Kleine, winzige Dinge, die man gar nicht so wertschätzt manchmal, die einfach super wichtig sind. Sei es der Kaffee am Morgen, den man jeden Morgen trinkt. Sei es diese halbe Stunde, die man abends immer mit seiner Schwester oder seiner Mutter oder seiner besten Freundin telefoniert. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es sind, und so schnulzig es klingt, es sind die kleinen Dinge im Leben, die uns gesund halten und unseren Kopf auf der Höhe halten und die dafür sorgen, dass wir uns über die großen Dinge auch freuen können. Und wenn man einfach die ganzen kleinen Dinge ignoriert und immer nur macht und tut und arbeitet und in diesem Hamsterrad läuft, vielleicht kennt ihr das auch, wenn man so das ganze Jahr super gestresst war und dann fährt man in den Urlaub und man hat sich da so drauf gefreut und ist irgendwie der erste Abend im Urlaub und dann ist man irgendwie gar nicht so zufrieden. Man hat so auf dieses Meer hingefiebert und das haut einen jetzt gerade gar nicht so aus den Socken. Und dann zweifelt man so am Meer und an sich selber und was ist denn hier falsch? Aber ganz oft ist es einfach, dass das die Ruhe nach dem Sturm ist.
dass du erstmal runterkommen musst und erstmal diese ganzen Wunden und diesen Stress und diese Verletzungen, die dir vielleicht eine stressige Zeit angetan haben, erstmal verdauen musst, damit du wieder in dieses Genießen kommst, in die Freude kommst. Ja, das war sehr spirituell von mir und ich hoffe, ihr habt nicht schon alle weggeklickt, weil ihr denkt, da kann ich auch Astro TV gucken. Aber ich habe einen Kristall gekauft dieses Jahr und deswegen bin ich auch schon ein Guru. Ich weiß nicht, ob es die Folge davon ist, aber mein Körper hat einfach gesagt, so nö, jetzt nicht mehr. Und hat mir meinen Rücken zurückgeschickt. Es war wirklich schlimm und es ist auch noch schlimm, aber es geht mittlerweile und naja, da werde ich ein andermal drüber reden. Das will ich jetzt nicht so zur Debatte stellen. Ich musste alles absagen, meine gesamten Projekte. Ich musste 1000 Leuten sagen, tut mir leid, ich kann dahin nicht kommen. Ich kann das nicht für dich machen. Ich kann diesen Teil des Projekts nicht übernehmen. Und war, long story short, dazu gezwungen zu entschleunigen. Und auf einmal ist etwas so Cooles passiert, Leute. Auf einmal sind alle kleinen Situationen wieder richtig, richtig cool geworden. Obwohl es mir so viel schlechter ging als vorher, wo ich gesund war und an irgendwelchen Stränden stand, war ich so gut drauf. Ich war in der Stadt mit Kevin, nachdem ich 3 Tage vorher nicht richtig laufen konnte, weil ich so Rückenschmerzen hatte, war ich in der Stadt und wir waren in der Bücherstube hier bei uns in dem Buchladen und ich habe wie früher als Teenie, da habe ich ganz viel Zeit verbracht, habe ich Bücher durchstöbert. Dann sind wir noch an meiner alten Grundschule langgelaufen. Ich habe Kevin gezeigt, da habe ich damals geweint, weil Marie in der Sportstunde nicht mit mir im Team laufen wollte, obwohl sie es mir versprochen hatte. Die dumme Bitch. Und da haben wir Versteinern gespielt. Und es war so cool. Und es wäre einfach etwas gewesen, wo ich mir 2 Monate vorher überhaupt nicht die Zeit für genommen hätte. Ich hätte gesagt, wir müssen jetzt schnell nach Hause. Ich muss noch dieses eine Video schneiden. Und dann muss ich noch meine Buchhaltung machen. Und ich muss da noch diese E-Mails beantworten und so weiter. Und es war, ich glaube, mit der schönste Tag in diesem Jahr. Ja, der schönste Tag in diesem Jahr war, als ich Kevin meine Grundschule gezeigt habe, die 200 Meter von hier entfernt ist. Und ich war dieses Jahr auf Bali. You know where I come from? Genau, und deswegen habe ich vorgenommen, die neue Wohnung, also wir sind ja umgezogen, als Anlass zu nehmen, einen völlig neuen Alltag für mich aufzubauen. Einen viel cooleren Alltag. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht mehr reisen möchte und nicht irgendwelche Projekte realisieren möchte, die ich vorher im beruflichen Sinne nicht auch gemacht habe. Aber ich möchte, dass in diesem Kalender für 2019 nicht nur Business-Termine und lange Reisen stehen, sondern ich möchte, dass in jeder Woche schöne kleine Dinge stehen, an denen ich mich erfreue. Und deswegen habe ich mir Dinge überlegt, die ich ab jetzt anders machen möchte, die ich besonders 2019 in Angriff in der neuen Wohnung nehmen möchte. Und vielleicht kann ich auch ein paar von euch anspornen, einfach Dinge zu machen, die man einfach nicht macht, die man immer sagt, das wollte ich früher immer mal machen und vielleicht mache ich das mal später. So, und jetzt möchte ich mich ganz herzlich bei persönlicherkalender.de bedanken, die Sponsor dieses Videos sind und mir einfach diesen super coolen Kalender zugeschickt haben. Den habe ich mir selbst designt. Also es ist wirklich... Okay, wie beschreibe ich das jetzt? Ich bin ein Schreibwaren-Junkie, ja? Also wenn ich in ein Geschäft komme, neue Blöcke, neue Kalender, neue Stifte, da geht mir einer ab. Ja, und mit Kalendern hatte ich immer so meine Probleme, weil ich liebe Kalender. Ich habe mein ganzes Leben lang schon Kalender. Aber am Ende des Jahres lande ich irgendwie immer wieder bei einem DIN A4-Blatt, wo ich mir die Daten selbst draufschreibe, weil in den meisten Kalendern entweder du hast eine ganze Seite als Tag oder irgendwie ist es so aufgebaut, dass ich das Gefühl habe, keine Übersicht zu haben. Und deswegen finde ich persönlicherkalender.de so cool, weil man es sich einfach selbst gestalten kann. Ihr könnt euch überhaupt erstmal die Größe aussuchen. Möchtet ihr einen großen DIN A4? Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen DIN A5. Das ist für mich die perfekte Größe. Ja, ihr könnt das Cover selbst gestalten. Ihr könnt die Rückseite selbst gestalten. Da könnt ihr euch selbst was aussuchen, also selbst was zusammenbasteln und es einfach hochladen. Oder ihr könnt euch auch aus den Vorlagen einfach was raussuchen. Ihr könnt das Layout innen selbst gestalten. Also ihr könnt entscheiden, wie viele Tage sollen auf einer Reihe, soll das waagerecht, senkrecht und so weiter, den Wochenaufbau. Ihr könnt auch entscheiden, in welchem Monat dieser Kalender startet. Also meiner startet zum Beispiel im November, weil ich halt jetzt schon mit meinen Plänen anfangen will. Ihr könnt unter der Wochenübersicht, könnt ihr euch Module zusammenbasteln, zum Beispiel um euer Workout zu tracken. Ihr könnt da To-Do-Listen drunter setzen, Stimmungskurven. Dann könnt ihr Daten eingeben, also eure Jahrestage, Geburtstage, goldene Hochzeiten und so weiter. Könnt ihr alles mit so einem kleinen Icon schon reindrucken lassen. Ihr könnt da Malseiten zum Ausmalen reinmachen. Ihr könnt Sudoku reinpacken, Weltkarten, Monats- und Jahresübersichten. Dann gibt es noch Adresslisten, Notenblätter, falls ihr Musiker seid oder irgendwie Noten lernen wollt.
Ferienpläne, Lehrerseiten. Ihr könnt einfach Blankoseiten machen zum Zeichnen oder irgendwie karierte To-Do-Listen, alles Mögliche. Ihr könnt diesen Kalender einfach von vorne bis hinten gestalten, inklusive der ersten Seite, wo zum Beispiel bei mir steht, Seek Magic Every Day. Weil ich will ja jetzt Everyday Magic haben. Und dann kommen auch noch so ein paar Sticker mit rein, die ihr da, keine Ahnung, Pfeile, Laufschuhe für Sport, irgendwelche Bordüren. Also da kann man sich wirklich kreativ voll auslassen. Und falls ihr daran Interesse habt, habe ich natürlich einen Rabattcode. Mit dem Rabattcode JACOWUSCH könnt ihr 10% sparen. Punkt Nummer 1 ist, ich möchte gerne Gesangsunterricht nehmen und Klavierunterricht nehmen. Kann sich noch jemand beim Annie entscheiden, ob man das so schreibt oder so? Ich wollte als kleines Kind unbedingt Britney Spears werden. Im Grunde genommen war mein ganzes Leben darauf ausgerichtet, eine Gesangskarriere zu starten. Nicht, weil ich singen konnte oder singen kann, aber darum soll es auch gar nicht gehen. Es soll darum gehen, dass ich mein ganzes Leben lang irgendwelche Auftritte von Frauen sehe, die ich cool finde oder irgendwelche Musikvideos sehe und seit ich ein kleines Mädchen bin, so aufgeregt bin und denke, ich will du sein. Nicht, weil die berühmt sind, sondern einfach, weil die singen. Und dann habe ich letztens einfach gedacht, warum soll ich denn keinen Gesangsunterricht nehmen? Das heißt ja nicht, dass ich Sängerin werden muss. Und das heißt ja nicht, dass ich das beruflich machen muss oder dass ich irgendwie unbedingt in eine Band muss oder so. Aber wieso kann ich denn nicht zu einem Gesangsunterricht gehen und sagen, ich lerne jetzt singen. Früher habe ich immer so gedacht, so, das macht man nur, wenn das dann hinterher einen Zweck hat. Aber wieso muss das einen Zweck haben, außer dass ich dann vielleicht schöner singen kann? Ja, und zum Klavierunterricht möchte ich auch gehen, weil ich habe früher Klavier gespielt. Jetzt kann man sagen, oh, mir fehlt das Klavierspielen so. Das ist gar nicht mal so. Ich habe gerne Klavier gespielt, aber es ist jetzt nicht so, dass mir das super krass in meinem Leben fehlt. Aber ich möchte, wenn ich singe, dazu ein Musikinstrument spielen. Und deswegen werde ich ab dem Zeitpunkt, wo ich jetzt in der neuen Wohnung bin, mir Gesangs- und Klavierunterricht suchen. Oh, ich will auch tanzen. Ich schreibe Tanzen mit auf. Manche würden jetzt sagen, Jaco, wieso willst du in deinem Alter jetzt noch anfangen, Hip-Hop zu tanzen? Und ich sage, weil das dazugehört. Ich kann dann singen, ich kann dann Klavier spielen und ich möchte dann auch tanzen können. Und zwar cool tanzen können. Und ihr sagt jetzt, jede Art des Tanzens ist cool, aber ich bin halt zurückgeblieben und ich möchte so tanzen wie Jessica Alba. Versteht ihr? So, nächster und ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ich möchte meine Freunde analog in meinem Leben haben. Was ich damit sagen möchte, ist, ein Großteil meiner Freundschaften, Hand aufs Herz, findet einfach online statt. Oder am Telefon. Durch meine Arbeit ist es so, dass ich sehr viel immer unterwegs war. Ich war sehr viel auf Reisen. Dann war ich mal hier in Berlin, dann war ich da mal in Nordrhein-Westfalen. Und im Grunde genommen habe ich mich immer nur sehr, sehr kurze Zeit an einem Ort aufgehalten. Und damit ich nicht resozialisiere, habe ich angefangen, Internet- und Telefonfreundschaften aufzubauen. Mit den Leuten, mit denen ich vorher schon befreundet war oder neuen Leuten und so weiter. Ich liebe es zu telefonieren und ich liebe es auch, dass ich mir ellenlange Sprachnachrichten mit meinen Freunden zuschicken kann, die irgendwo am anderen Ende der Welt sind und so weiter. Aber ich brauche einen Ausgleich dazu. Ich möchte Freunde in meinem Leben haben, die regelmäßig an meiner Tür klingeln und sagen, ich komme auf einen Kaffee vorbei. Ich habe mir fest vorgenommen, einmal im Monat meine Freunde in Berlin einzuladen und sie zum Essen einzuladen und einfach für alle zu kochen. Ich bin so groß geworden. Ich bin groß geworden, immer mit einem Freundeskreis, den man einfach täglich gesehen hat und die vorbeigekommen sind, mit denen man Filme geguckt hat, wo man beieinander übernachtet hat, wo man gemeinsam Essen bestellt hat und gequatscht hat oder stundenlang im Garten oder auf der Terrasse saß. Und das habe ich einfach nicht mehr. Aber ich brauche das auch face to face. Ich möchte meine Freunde wieder, nicht unbedingt täglich, aber mehrmals wöchentlich vor mir sehen. Ich glaube, dass die Smartphones und das Internet uns davor bewahren kann, total einsam zu werden, auf dem Weg dahin immer einsamer zu werden. Ohne das schlecht machen zu wollen. Es ist eine tolle Sache, aber es darf kein Substitut sein. Es darf eine Ergänzung sein, aber kein Substitut. Und bei mir war es einfach ein Substitut. Okay, ich entschuldige mich dafür, dass der Ton so beschissen war die letzten Minuten, aber leider ist mein Mikro aus gewesen. So, eine weitere Sache, die ich mir aufgeschrieben habe und jetzt auch in meinen Kalender schreibe, ist eine halbe Stunde am Tag spazieren gehen. Ich muss das aktuell machen, aus gesundheitlichen Gründen muss ich im Moment sehr, sehr viel spazieren gehen. Ich möchte, dass das zur Tradition wird. Das habe ich nämlich als Teenager immer gemacht. Also als Teenager, wir hatten halt immer Hunde und ich musste mal mit denen spazieren gehen. Und obwohl ich das damals
damals natürlich blöd fand, weil ich gedacht habe, ich habe keine Lust, mit dem Hund spazieren zu gehen. War es im Nachhinein immer sehr toll. Ich habe Musik reingemacht, habe Gwen Stefani gehört, habe mir vorgestellt, ich bin Gwen Stefani, habe En Vogue gehört, konnte mich nicht entscheiden, welche Stimme ich sein will und habe dann einfach das Lied dreimal gehört und habe mir jedes Mal vorgestellt, eine andere der Frauen zu sein. Und ich habe sehr viele Dinge dann verarbeitet und durchdacht. Zeit, die man sich heutzutage, Mann, die ich, Jaco, Obacht, die ich mir heutzutage nicht mehr so nehme, einfach nur mal Musik zu hören und zu verarbeiten und durch die Gegend zu laufen. Und das soll Teil meines Lebens werden. Deswegen gehe ich ab jetzt eine halbe Stunde am Tag spazieren. Eine weitere Sache, die ist für die meisten von euch selbstverständlich, aber für mich nicht. Ich werde ab jetzt am Wochenende nicht arbeiten. Ich habe die letzten 7 Jahre 7 Tage die Woche gearbeitet und ich möchte ab jetzt Wochenenden frei haben. Ja, und ich möchte das auch am Samstag und am Sonntag machen, weil es gab mal so eine rebellische Zeit, da habe ich gedacht, ich neige mich nicht diesen Konventionen und ich kann auch am Montag und Dienstag frei haben, aber Fakt ist, dass ich an meinen freien Tagen sehr gerne Zeit mit anderen Menschen verbringe, neben der Zeit, die ich auf dem Sofa liege und die haben dann keine Zeit. Und deswegen fühlt es sich einfach gut an, am Sonntag mit der ganzen Welt gemeinsam auf dem Sofa zu liegen oder so, ja. Ja, und eine weitere Sache, das kann ich jetzt so schlecht, wie soll ich das aufschreiben? Ich schreibe jetzt mal auf, Arbeit als Hobby, intuitiv. Das ist ein Punkt, ich weiß nicht, ob da viele mit euch was anfangen können, auf jeden Fall die Kreativen und die Freiberufler und so weiter. Ich neige dazu, sehr viele Dinge zu tun, weil andere Leute möchten, dass ich sie tue oder aus Angst, weil ich denke, ich muss meine Existenzgrundlage sichern und deswegen mache ich schon Pläne und Termine für die nächsten 2 Monate. Also das kann super gut für jemanden funktionieren, aber für mich funktioniert es überhaupt nicht. Also das führt dazu, dass ich gar nicht mehr kreativ und intuitiv arbeiten kann. Also wirklich die coolsten Projekte, die ihr von mir gesehen habt, Videos, wo ihr ausgerastet seid, weil ihr sagt, das ist so cool. Das sind alles Videos, die in dem Moment entstanden sind, als ich die Idee hatte. Ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, oh mein Gott, das ist so cool. Und dann habe ich das einfach gemacht und es hat so viel Freude gemacht. Der ganze Prozess hatte so einen Flow und es, ja, das ist einfach pure Kreativität, die ein kreativer Mensch nicht missen möchte, wenn er sie denn als Job hat. Und das hatte ich in letzter Zeit fast gar nicht, weil ich, naja, gedacht habe, jetzt musst du auch mal erwachsen werden, jetzt musst du auch mal hier Termine haben. Und ich habe mich dem immer untergeordnet und habe zu einem Ja gesagt, dass ich im Grunde genommen am Montag einen kreativen Gedanken hatte, aber gar nicht ihn ausgeführt habe oder dieses Buch, was ich dann als Idee hatte, gar nicht angefangen habe zu schreiben, diesen Kalender, den ich machen wollte, nicht fertig gemacht habe oder dieses Video nicht produziert habe, weil ich wusste, oh Gott, aber morgen ist Dienstag und morgen ist die Abgabefrist für das, am Mittwoch ist das und ich habe so Angst davor, dass ich mir heute gar nicht diese Ruhe gönnen kann, diese Kreativität auszuleben. Ich möchte wieder, dass Kreativität vor Geld und vor Sicherheit steht, weil offenbar gibt mir Geld keine Sicherheit, weil ich habe mich sicherer gefühlt, als ich kein Geld hatte und Freiheit hatte, kreative Freiheit. Das ist einfach sehr, sehr schwierig, ja. Es ist sehr, sehr schwierig, im Gleichgewicht zu bleiben in dieser Welt, in der so viel passiert. Oh mein Gott, das war wieder so persönlich, ne? Aber ich muss es einfach sagen, weil die letzten Wochen haben mich krass verändert. Also, das sind meine Gedanken und meine Struggles und die schönen Dinge, die ich aus einer sehr schlimmen Zeit mitgenommen habe. Und das wollte ich euch erzählen. Ich würde mich über einen Kommentar von euch freuen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir erzählt, erstmal kennt ihr das überhaupt? Kennt ihr das, wenn ihr euch die Magie genommen habt? Was macht ihr in eurer persönlichen kleinen Welt, um die Magie aufrechtzuerhalten? Falls ihr neu seid, könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Ja, und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, das sagt man so als YouTuber. Macht's gut, ihr seid süß, ihr seid klein. Ich gehe jetzt essen, das ist aber fein.